Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute gibt es eine erste Deko im Spooktober in meinem Filofax A5. Ihr seht hier schon, ich habe hier schwarze Seiten liegen, beziehungsweise es ist schwarzes Transparentpapier. Und was ihr wahrscheinlich gar nicht erkennen könnt, und ich auch kaum, wenn ich ehrlich bin, ist, dass ich hier auch meine Kalendereinlagen drauf gedruckt habe eben. Also es ist immer Datum, Woche und Wochentag drauf gedruckt. Allerdings, ich kann das ja einmal zeigen, wie es normalerweise aussieht. Also so schlicht sieht es normalerweise aus. Und ja, allerdings auf schwarz, also schwarz auf schwarz, dementsprechend ein bisschen schwer zu erkennen, beziehungsweise sehr schwer zu erkennen. Aber das macht gar nichts. Das war halt auch der Plan, dass das ganz dezent ist und nicht die Seiten komplett leer sind. Ja, ich habe mir gedacht, dass ich jetzt im Spooktober auf dunklen Seiten dekorieren möchte oder mit dunklen Seiten. Und ich habe mir jetzt immer die Wochen auf dieses Transparentpapier einseitig gedruckt und habe als Zwischenblatt immer ein anderes dunkles farbiges Blatt. Die sind manchmal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler, und ja, so habe ich hier einige Wochen auf jeden Fall ausgedruckt. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, KW 40 ist heute dran. Nicht, dass ich hier auf einmal mich verblätter und das Falsche dekoriere. Und zusätzlich möchte ich auch noch das Deco Together Thema aufgreifen, und zwar Mystic Forest heißt es, glaube ich, in der KW 40. Und da ich eh mit diesen Waldtapes jetzt demnächst dekorieren wollte und jetzt in dieses Mystische eintauche, passt das, glaube ich, einfach ganz gut zusammen. Und dann nehme ich das Thema doch einfach mal mit. Ob ich die nächsten Wochen da auch thematisieren werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht dekoriere ich auch doppelt oder einfach oder wie auch immer. Aber heute passt es auf jeden Fall ganz gut. Ich muss allerdings sagen, jetzt wünsche ich mir gerade einen dunklen Planer, weil das sieht echt total komisch aus. Ich weiß nicht, ob ich mir da noch irgendwas für überlegen werde, damit das irgendwie optisch ein bisschen cooler aussieht. Vielleicht eine Stoffhülle oder sowas in dunkelgrün oder so. Mal gucken. Aber auf jeden Fall nehme ich jetzt mal hier so diese doppelten Seiten einmal raus. Jetzt darf ich natürlich nichts vertüdeln. So. Und ich habe hier einiges um mich herum liegen. Ich habe meinen Siegelofen, ich habe neue Tapes, ich habe neues Siegel, ich habe Stempelkissen. Ich weiß gar nicht, ob die im Bild sind, aber ich habe hier diverse Stempelkissen. Ich habe Wachs. Es geht also in so eine rosa-schwarz-Richtung, glaube ich. Ich habe Stempel. Ich habe hier auch so ausgestanzte Spinnennetze, die ich gleich benutzen werde. Und diverse Stempel, also Clear Stamps. Und ich habe auch endlich mal wieder mal ein Stickerbuch rausgesucht und überlege dann vielleicht hiervon noch was zu verwenden, wenn ich dann dekoriere. Also ja, ich habe einiges vor. Das Hauptding, was ich jetzt erstmal machen möchte, ist tatsächlich ein bisschen die Seiten zerstören. Und zwar war so ein bisschen die Idee, dass ich hier ein Loch reinreiße oder hier den Rand wegreiße und dann zum Beispiel auf den Hintergrund, zum Beispiel, mal gucken, wie es denn hier aussieht, was draufklebe oder Stempel, was man dann wiederum durchsieht, wenn ich natürlich dann hier irgendwie zum Beispiel die Ecke ausgerissen habe oder so. Oder hier oben könnte ich mir das jetzt ganz gut vorstellen, wenn ich hier die Seite so wegreiße, dass dann da in der Ecke oben dieses Spinnennetz zum Beispiel zum Vorschein kommt. Und so wollte ich jetzt so die nächsten Wochen auch so ein bisschen kreativer dekorieren sozusagen, dass ich dann einfach mal hier, mal da vielleicht ja, so ein bisschen die Seiten einreiße oder variiere und da einfach so ein bisschen, ja, ausprobiere. Ich glaube, ich fange hier auch oben mit dieser Ecke an, dass ich die gleich wegreiße. Ich könnte mir aber auch vorstellen, hier irgendwie, ja, in der Mitte irgendwas auszureißen, also irgendwie ein Loch oder so. Und das wird jetzt ein bisschen experimentell hier. Ich habe das jetzt nicht groß geplant sozusagen, außer dass ich jetzt einfach sage, ich fange jetzt mal irgendwie an. Ich habe jetzt hier mal so ein Loch reingeschnitten und
reiße jetzt hier einfach irgendwie dran rum. Natürlich spannender, wenn es irgendwie Zacken und Zipfel gäbe und nicht nur einen Kreis. Dann, das sieht nicht aus wie ein Teddy. Dann hier vielleicht noch ein Zipfel nach unten oder so. Es lässt sich ein bisschen schwierig reißen, muss ich sagen. Zumindest nicht so richtig in die Richtung, wo man es haben will. Es wird irgendwie mal so ein runder Kreis. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so ein Spinnennetz hinterkleben würde, fände ich das schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, das ist mir so ein bisschen sehr gerade. Was nicht ist, kann ja noch werden. Und hier oben vielleicht auch die Ecke einfach von dem Blatt. So. Ich kann mir vorstellen, dass es noch mehr sein könnte. Soll Mystic Forest werden. Ich darf jetzt nicht irgendwie abdriften und auf einmal nur ein Spinnenthema machen. Also darf ich schon, aber möchte ich nicht unbedingt. Aber ich gucke jetzt erstmal einfach, was hier so passiert und wo es mich jetzt hin verschlägt quasi, dekotechnisch. So, ich muss immer so ein bisschen im Blick behalten, dass hier natürlich die Löcher dann übereinander liegen bleiben sollten, damit das passt. So. Ich kann natürlich hier auch noch was hinstempeln und so weiter. Das ist auf jeden Fall auch die Idee. Jetzt ist die Frage, ob ich hier noch irgendwie so einen Berg oder sowas rausschneide oder reiße. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen experimenteller. Zack, zack. Zack. So. Okay, es soll ein Berg werden. Das ist jetzt nicht so einfach. So. Wie ihr seht, kann man sehr gut gerade reißen, aber nicht so richtig gegen die Struktur von dem Papier. Sieht ein bisschen aus wie ein komischer Zipfel. Guck einfach, was passiert. Wie ihr merkt, bin ich da ganz flexibel. Ich wollte jetzt nur hier unten nicht alles kaputt machen und da kommt natürlich auch noch Washi-Tape irgendwie dran und dazu und so weiter. Eigentlich möchte ich nicht die Seiten zusammenkleben, aber vielleicht muss ich das nachher doch machen, damit es irgendwie besser übereinander passt. Das muss ich dann mal schauen.
Dann habe ich hier diese coolen Monde. Da wollte ich auf jeden Fall auch einen von verwenden. Und ich glaube, da nehme ich auch direkt den obersten hier. Den muss ich dann noch ausschneiden. Das ist irgendwie ein ganz komischer Wulst geworden. Den muss ich mir gleich nochmal angucken. Ich habe leider keine Waldstempel. Also nicht so richtig. Ich habe so einen creepy Hexenwaldbaum. Den werde ich gleich noch stempeln, glaube ich. Aber ich habe jetzt nicht so typische Waldsticker oder Stempel. Das wäre natürlich noch ganz praktisch. Der müsste eigentlich irgendwie nach oben. Aber jetzt muss ich mir das hier nochmal angucken. Das sieht irgendwie ganz komisch aus. Ich glaube, da mache ich lieber dann irgendwie da nochmal ein größeres Loch draus. So. Was auch immer ich da noch rein verfrachte. So. Man könnte natürlich auch hier den Mond hinterkleben, aber der müsste ja eigentlich oben irgendwo rausgucken. Ich kann natürlich auch das Netz hier so drüber machen. Was anderes reinstempeln würde natürlich auch gehen. Also die Idee, die Spinnennetze hier drüber zu kleben, finde ich eigentlich fast noch besser, als die da drunter zu haben, weil dann kann ich da drunter noch irgendwas anderes stempeln oder so. So vielleicht. Den Mond hätte ich aber, glaube ich, gerne auch außen. Muss ich mal schauen. Ich habe jetzt hier einige Stempel, die ich mir rausgesucht hatte. Unter anderem die Hexe, den Mond, die Fledermaus und diesen Baum hier und den Wegweiser. Also hiervon einige. Die Hexe finde ich ganz cool. Den Baum. Den Mond lasse ich vielleicht weg, weil ich jetzt den anderen habe. Das Schloss lasse ich, glaube ich, auch weg. Hier wäre jetzt noch so eine Art ja, Fontäne oder irgendwie sowas, also Brunnen. Gibt es manchmal auch in der Nähe vom Wald, wenn daneben ein Schloss oder ein Anwesen ist? oder halt irgendwie mehr in der Stadt oder so. Ja, ist halt nicht im Wald, ne? Merkst du selber. So. Hier wären jetzt auch noch, sehe ich gerade, eigentlich habe ich das wegen dem Raben rausgeholt, aber hier sind auch noch Fledermäuse bei und dieser Rabe. Komm schon. Ich hole mal alles raus, was ich gebrauchen kann. Und hier wären noch mehr Spinnennetze. Da könnte ich natürlich auch ein Spinnennetz nach hinten stempeln und ein Spinnennetz drüber machen. Man könnte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Oder man stempelt halt irgendwie noch irgendwo noch ein zusätzliches Spinnennetz hin oder so. Das hier finde ich ganz cool. Und bei dem Loch hier könnte man eigentlich dieses Riesending hier nehmen. Ich glaube, das habe ich noch nie so richtig gestempelt hier. So. Ich glaube, das mache ich mal zuerst. Ich habe mir auf jeden Fall so ein Stück Transparentpapier auch nochmal rausgesucht, damit ich testen kann, wie die Stempelfarben auf dem Papier funktionieren. Denn ich wollte eigentlich in diesem Rosa-Thema bleiben, weil ich hier auch diese mystischen Rosa-Wälder hier rausgesucht habe. Und deswegen teste ich jetzt mal mit der Fledermaus oder so das rosa Stempelkissen auf dem Transparentpapier. Ich glaube, ich muss hier noch irgendwas drunter legen, weil die Decke ein bisschen weich ist, glaube
glaube ich. Ja, das ist sehr dezent. Und verschwindet fast wieder. Das haben wir schon fast getan. Jetzt haben wir noch eins mit Glitzerpartikeln. Ja, verschwindet auch, weil es noch dunkler ist. Das Problem ist, dass mein weißes Stempelkissen leider ziemlich leer ist. Also im Prinzip komplett leer. Also das Grau funktioniert am besten. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so gut erkennen könnt, aber ich kann das auf jeden Fall erkennen, dass das am besten funktioniert. Also was ich aufs Transparentpapier stempel, sollte ich, glaube ich, in diesem Grau machen. Und was ich dahinter stempel, könnte ich ja vielleicht in dem, wo ist es denn, in diesem Rosaton hier machen. Und ich glaube, ich werde hier jetzt einmal das große Spinnennetz stempeln. Es gibt ja auch Spinnennetze im Wald, oder? Bei mir ist es sowieso eher ein Hexenwald, glaube ich. Von daher sehen wir das alles nicht so streng, würde ich sagen. So. Einmal draufdrücken. Auch sehr dezent. Aber das habe ich mir schon gedacht. Finde ich aber find ich ziemlich gut, muss ich sagen, optisch. Also es wird sowieso alles sehr mystisch, dunkel, wie es auch sein soll. Ich glaube, das mache ich bei dem anderen jetzt auch nochmal. Da das eh jetzt nicht super knallig wird, finde ich, kann man das gut nochmal als Hintergrund stempeln. Merken, wo das hinkommt. Ups. Da ungefähr. Ich glaube, ihr könnt im Video äußerst wenig von den Sachen, die ich jetzt stempel und mache, erkennen, weil alles so Ton und Ton ist. Ich zeige es euch auf jeden Fall hinterher, versprochen. Könnt ihr es auf jeden Fall besser sehen. Das sollte ich hier so rüber dann später. Hier sind so ein paar Mini-Zippelchen drin. Aber es ist nicht so schlimm. Irgendwie so da soll es dann drauf. Tape kommt auch noch, keine Sorge. Ich mache jetzt erstmal so ein bisschen die Basics, würde ich sagen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier oben noch ein Spinnennetz runterhängen lassen. So, und dann hier an die Seite dachte ich vielleicht meinen Lieblingsstempel zu stempeln und vielleicht auch da oben als Himmel oder so. Ein bisschen Platz. Jetzt nehme ich den grauen. Das wird, glaube ich, auch sehr dezent. Grau auf schwarz. So. Alles schön übereinander. Ja, das sieht man schon mal einen Ticken besser. Sehr gut. Es wird. So. Ich
könnte ich hier jetzt auch schwarz stempeln oder so ein ganz dunkles Grau an die Seite. Das mache ich, glaube ich, auch. Habe ich hier nicht eben ein Spinnennetz gestempelt? Es ist einfach verschwunden. Knaller. Okay. Es ist ein magischer Wald, ich habe es ja gesagt. Also es ist wirklich ein Hauch von Stempelfarbe noch da. Jetzt nehme ich einmal mal was zum Drunterlegen für den Übergang. So. Und dann kommt da ein bisschen Gesprenkel dran. Vielleicht nehme ich da auch Grau und Schwarz und Wechsel oder so. Ihr merkt, ich bin höchst konzentriert und kann gar nicht so richtig viel nebenbei erzählen. Ich hoffe, dass ihr trotzdem gerne auch so ruhige Deko-Videos guckt. Das könnte auch jetzt ein bisschen dauern, bis ich hier irgendwie zu Potte komme. Aber manchmal ist das ja auch ganz entspannt, ne? Wenn dann nebenbei irgendwas läuft. Und man dann einfach gar nicht groß immer hingucken muss, sondern sich einfach so ein bisschen berieseln lassen kann. So, jetzt nehme ich noch Schwarz dazu und ich frage mich gerade, wo der Deckel von... Ach da, ist das richtig? Ja, Smoky Gray, Cloudy Gray. Fragt mich nicht, was Cloudy und was Smoky war, aber passt schon. Dann noch ein bisschen Schwarz. So. So. Und dann sprinkelt das da so raus. Das finde ich ganz gut. Und das mache ich hier oben in der Ecke auch direkt noch. Rosa, weiß ich nicht, ob man Rosa so gut sehen kann. Mal probieren. Nee, das wird nichts. Also das Papier hat auch dieses Rosa-Pink einfach förmlich verschluckt gerade. Das ist quasi gar nicht vorhanden. Aber ist nicht so dramatisch, dann kann ich da sonst noch was anderes hinstempeln oder es einfach so lassen, wie es ist. So. Ist auch ein bisschen chaotisch hier schon an meinem Tisch. Und es ist noch gar nicht so viel passiert irgendwie. So, so, so. So. Vielleicht kann ich da auch das Tape hinterkleben. Das wäre auch interessant, ne? Wenn da so ein bisschen welches rausguckt oder so. Geht auf jeden Fall auch. Ansonsten habe ich auf jeden Fall hier noch die Fledermäuse gehabt. Hier ist eine und da drunter ist noch eine. Und die Hexe auf ihrem Besen. Die musste ich eigentlich vor den Mond stempeln. Ich hoffe, das klappt, weil der Mond ist ja relativ dünn. Vielleicht könnte das sogar gehen. Dann könnte man hier den Raben hinsetzen. Ach so, nicht andersrum. Weil der wird ja so rumgestempelt. Den Baum. Der ist relativ klein. Könnte man irgendwie hier stempeln vielleicht. Und den Wegweiser hier unten. Hier unten. So ein bisschen die Frage, wo die Tapes gleich landen und die Fledermäuse. Ich habe jetzt ja drei Stück, die werde ich dann irgendwie oben verteilen, dass die irgendwo oben rumfliegen.
Ja, dann sollte ich vielleicht das Tape nicht außer Acht lassen. Und, oh, ja, habe ich schon fast vergessen. Ich habe auch noch diesen Holzstempel hier rausgesucht. Wie kann man das auch hier reinstempeln? Dieses Buch, dieses verwunschene Buch. Oder ich mache, naja, den Baum hier rein, das finde ich komisch. Oder? Nee, das ist komisch. Bin mir noch nicht so sicher, ob ich Baum und Wegweiser wirklich benutzen soll. Aber ich glaube, den Stempel ich da einmal rein. Das hat auf jeden Fall was Magisches. Da nehme ich jetzt aber schwarz, damit man das überhaupt gut sehen kann. Der ist auch ziemlich detailliert und filigran. Also wenn ich den jetzt irgendwie nicht erkennen kann, hinterher finde ich das ein bisschen schade. So, einmal hinstellen und platzieren. Ja, das ist richtig gut geworden. Sehr schön. Hier unten ist zwar jetzt eine Linie, aber das kann man vielleicht mit einem Washi-Tape oder Tape allgemein nochmal wegmachen. Beziehungsweise da kommt ja eh das Spinnennetz eigentlich drüber und dann passt das ja wiederum auch ganz gut, dass das da so oberhalb ist. Ich weiß gerade nicht so richtig, womit ich weitermachen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die Krähe schon mal stempeln kann. Die muss, glaube ich, auch schwarz werden, damit man sie erkennt. So. Das Gute ist echt bei Clear Stamps, dass man sieht, wo man hinstempelt. Funktioniert. Ich habe nur alles durch die Gegend geschmissen. So. Wo kommt die her? Man weiß es nicht. Hier irgendwo. Hatte ich schon erwähnt, dass ich hier Chaos ausübe und mache? Ich glaube schon. So. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was dann da noch reinkommt. Entweder könnte ich das komplett mit Regen vollstempeln, das finde ich irgendwie ganz witzig, oder mit Tapes auskleiden. Würde eigentlich auch passen. Also vielleicht nehme ich hier auch nur den Wegweiser oder so. Ich glaube, den stempel ich später, wenn ich ein bisschen mehr Tapes und Co. verteilt habe. Jetzt werde ich einmal den Mond platzieren, damit der schon mal an Ort und Stelle sitzt. Also der wird dann hier auch so ein bisschen labbrig sein, aber das ist dann halt so. Versuchen, die Hexe noch davor zu stempeln. Die Frage ist, ob ich da jetzt auch grau nehme oder schwarz. Ich glaube, tja, was glaube ich denn? Ich könnte die auch ein bisschen seitlich stempeln und dann mit grau, glaube ich, lieber.
ich genommen. Drück mir die Daumen, dass das klappt. Schwuppdiwuppdi. Bitte, 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 werd gut. Jetzt habe ich da so einen Blob. Ich zeige es einmal von nahem, weil ich keine Ahnung habe, ob ihr das überhaupt alles so erkennen könnt. Aber das hat zum Glück funktioniert. So. Spinnnetz, Tapes, ganz viel drumherum. Ich gucke mir mal die Tapes an. Ich habe die vorhin schon ausgepackt, damit ich jetzt hier nicht die ganze Zeit mit dem Plastik rumhühner und die alle auspacken muss. Ich habe zwei verschiedene. Ich habe einmal, also ich habe mehrere verschiedene, aber ich habe zwei rosane und zwei mystische dunkle. Und die gucken wir uns einmal jetzt an und können die so ein bisschen vergleichen, wie die aussehen. Versucht die mal nebeneinander hinzuhalten. Hoffentlich kann man das erkennen. Also das eine Tape ist so eine Art Kisscut ausgeschnitten. Da fehlt dann oben das Plastik. Das kann man dann einfach weglassen beim Aufkleben. Beim anderen müsste man es abschneiden. Und ja, das eine ist so ein bisschen mit irgendwelchen Vögeln drauf. Und das andere, da sind die Bäume so ein bisschen grüner tatsächlich. Also bei dem einen sind sie ein bisschen Oliv und bei dem anderen ein bisschen kräftiger. Und dann habe ich dasselbe quasi vom Prinzip her bei den dunklen Tapes hier. Da habe ich auch zwei verschiedene Arten. Einmal mit Kisscut, einmal ohne. Das untere ist wieder Kisscut. So. Mein Finger ist ein bisschen kurz. So. Da ist auch das untere so ein bisschen gräulicher und das obere ein bisschen, ja, man kann es nicht wirklich farbintensiver nennen, aber es ist ein Mini-Hauch intensiver von den Farben. Was ich ganz cool finde beim unteren, da sind auch jetzt hier so wie so Wasserfälle dabei. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich tippe mal, dass ich beide Tapes von beiden Sorten benutzen werde. Aber ich fange jetzt mal mit dem Kisscut an, dann kann ich das einfach... Oh Gott, ey, mein Stuhl. Dann kann ich das einfach hier unten direkt einmal entlang kleben vielleicht. Ist auch ein bisschen kompliziert hier alles, ne? Mit den ganzen Papierchen und so. So. Meine Schere hin. So, jetzt könnte ich hier irgendwas gebrauchen, was ich da einfach hinterkleben kann. Weil das eigentlich ganz cool aussieht, dass das da so reinragt. Obwohl, ich habe hier ja was, was ich dahinter kleben kann, ne? Eigentlich passt es doch hier genau drauf, wenn ich das hier habe. Theoretisch da so hinterkleben. Also das obere kann ich ja abschneiden. Und dann passt das sogar dahinter. Dann geht's weiter mit an. So. So.
Also ich glaube, dieses Video wird 1000 Jahre lang. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das nicht so ein endloses Video wird. Ich glaube aber, ich werde hier auch noch Tape reinkleben. Und da nehme ich jetzt einfach noch ein Stückchen von dem anderen hier. Muss mir nur ungefähr merken, wo es hingehört. Aber wenn ich jetzt da noch so einen Hügel und vielleicht noch einen anderen Hügel reinklebe, ist das doch gar nicht so schlecht, oder? Also vielleicht kann ich das lösen, indem ich es festhalte, wo es hin soll. Und dann muss ich ein bisschen hoffen, dass das passt. So. Und das hier, ich mache das ein bisschen kürzer. Ich habe das, glaube ich. So. Das halte ich jetzt auch einmal hin. Ich gucke hier rechts ein bisschen, wo das Loch ist. So, also hier, damit das nachher auch richtig übereinander liegt. Okay, ja, also es guckt durch, finde ich gut. Das hat funktioniert, würde ich sagen. So. Upsala. Dieses Layern von den Landschaften, muss ich sagen, oder von den Wäldern hier, das macht richtig Spaß. Also das funktioniert halt einfach richtig gut, weil das halt PET-Tapes sind. Sonst habe ich PET-Tapes jetzt nicht so oft übereinander geklebt, aber das klappt natürlich hier hervorragend. So, jetzt klebe ich hier noch ein bisschen weiter zu. Und den schneide ich auch hier dann wieder aus. Und dann muss ich, glaube ich, mal demnächst meine Spinnennetze aufkleben, damit die nicht noch in Vergessenheit geraten. Das sieht ja auch ein bisschen ulkig aus, aber ja, als Gesamtes passt das dann wiederum. Hier hätte ich natürlich jetzt noch bis zum Rand kleben können, ne? Das ist jetzt ein bisschen doof, dass das nicht gereicht hat. Aber vielleicht kann ich... Kommt da noch irgendwas hin? Das kommt auf die andere Seite. Ne? Oder? Ja, so. Das gefällt mir hier noch nicht so ganz. Aber es scheint wieder abzugehen. Toi, toi, toi. Okay. Dann nehme ich einfach ein anderes Stückle. Kann ja gucken, wo das ungefähr passen könnte. Also es kommt auf jeden Fall langsam alles zusammen, würde ich sagen. Der Übergang hier sieht ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, das löse ich dann mit dem Siegel nachher. Und jetzt werde ich, glaube ich, mal versuchen, die Spinnennetze irgendwie aufzukleben.
Ich weiß gar nicht genau, mit welchem Kleber oder wie ich das jetzt genau machen will. Weil das ja auch irgendwie halten muss. Aber ich glaube, ich muss dann den flüssigen Kleber nehmen. Beziehungsweise ich kann ja mal den anderen probieren. Zur Not den flüssigen nehmen. Upsala. Testen, ob das ausreicht oder ob ich da nochmal komplett drüber muss mit dem Flüssigkleber. Es gibt ja schon ein bisschen Auflagefläche, so ist es ja nicht. So. Dann kann man nämlich zur Not nämlich noch wegkrabbeln. Was übersteht, das kann man immer so schlecht bei dem anderen Kleber machen. Das scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Das machen wir gleich nochmal. Schmierfreier als das mit dem anderen Kleber zu machen. So. Okay, jetzt kann man hier auch noch ein bisschen den Kleber wieder abruppeln. Jetzt klebt es natürlich auch darunter fest, ist ja klar. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn das jetzt passiert, weil jetzt hat ja alles auch irgendwie seinen Platz gefunden. Dann legen wir das mal ordentlich hier übereinander. Ich muss dann nachher eh noch zwei Löcher oder drei wieder frei machen. So. Okay, sehr schön. Das und das. Das ging auf jeden Fall besser als gedacht. Jetzt möchte ich gerne hier oben noch so ein bisschen diese Sprenkler hinstempeln, glaube ich, und ein paar Fledermäuschen. Und dann war es das, glaube ich, auch schon so ziemlich. Hier noch das Siegel hin, das darf ich nicht vergessen. Und genau, dann war es das. Ich nehme nochmal hier ein Stück Papier drunter. Stempeln. Wo habe ich ihn hingetan? Da. So, dann nehme ich jetzt nochmal das Grau. Das hat ja ganz gut geklappt. Und dann stempel ich das einfach da oben noch ein bisschen mit rein. Vorstellen, eine andere Farbe reinzustempeln, aber man sieht die alle nicht. Das ist ein bisschen ungünstig. So. Das sieht aber schon mal ganz gut aus. Dann werde ich hier auch noch ein bisschen die Sprenkler einstempeln, weil das geht immer. Und hier auch. Schwupp. Die Wupp. So. Wenn ihr wüsstet, was hier um mich rum für eine Berge an Zeug sich gerade auftun. Fledermäuse. Ich habe drei verschiedene. Ich glaube, zwei davon sind unausgefüllt und eines ausgefüllt. Ich
Ich weiß auch gar nicht, ob die großartig unterschiedlich aussehen. Das sehen wir jetzt gleich. Das Ding ist, wenn ich jetzt schwarz nehme, dann sieht man das wahrscheinlich gar nicht. Wenn ich das hier über den Mond stempel, sieht man es vielleicht. Okay, dann probiere ich das doch mal aus. Ja, die sind auf jeden Fall unausgefüllt. So. So, oh, das finde ich aber gar nicht verkehrt. Dann könnte man probieren, aufs Tape zu stempeln. Oh, jetzt habe ich das andere drunter. Naja. Und vielleicht ich weiß gar nicht, ob ich die anderen auch noch unbedingt, also die andere, noch unbedingt benutzen muss. Die ist auch irgendwie gerade verloren gegangen. Da ist sie. Oder ob ich es dann schon dabei belassen soll. Manchmal ist es dann ja auch einfach ein bisschen viel, ne? Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Platz um mich rum. Dann mache ich gleich noch das Siegel. Guck mal, ob die Fledermäuse ausreichen. Und dann schauen wir uns das Endergebnis auf jeden Fall gleich nochmal zusammen an, würde ich sagen. Eigentlich hatte ich auch noch gedacht, dass ich noch dieses Glas hier verwenden möchte. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie das hier noch reinpassen könnte. Das ist ja auch so ein bisschen lila-grünlich und es könnte tatsächlich einfach hier so reinpassen. Die Frage ist, ob das gut aussieht oder nicht. Man könnte vielleicht die Berge da drüber kleben oder so. Ich versuche hier mal ein Stückchen wieder abzuziehen. Das Wachs ist jetzt auch gleich geschmolzen. Ist immer schlecht, wenn man mehrere Sachen versucht gleichzeitig zu machen. Ginge auf jeden Fall ab. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal das Wachssiegel machen, bevor ich hier weitermache. Eigentlich sollte das ja dahin, aber da kommt jetzt was anderes hin. Ein Swirl. So. Das kocht hier schon gleich. Das ist schlecht. Siegel da. Ja, wo kommt es jetzt hin, ist die Frage. vielleicht hier oben. Thank you.
Okay. Jetzt mache ich das hier noch ein bisschen ab. Und versuche das da drunter zu kleben. Ist immer keine gute Idee, Dekos wieder auseinanderzureißen, aber das einfach nur mitten drauf zu kleben, wird mich jetzt auch nicht glücklich machen. Und dann muss man halt noch mal ein bisschen ran. So, ich habe es hier gerade eben an den Tisch geklebt, damit ich es nicht verliere. Und jetzt würde ich es einfach hier drunter schieben. Und das dann da drüber wieder machen. Ja, das finde ich gut. Das fügt sich jetzt ganz anders hier nochmal ein. Und jetzt habe ich hier nur so einen kleinen Streifen, den ich gleich nochmal abmachen kann. So, hier ist noch mehr Wachs. Das kann ich noch irgendwo hinkleckern. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Farbe. Hier kommt sie. Ein bisschen rosa noch aufs Blatt. Ich glaube allerdings, jetzt ist das soweit auch alles verteilt. So, okay. Dann hefte ich das Ganze mal im Plan ein. Und wir gucken es uns noch einmal an. Upsala. Upsala. So. Und so. Ja, da ist sie. Die erste Deko im Spooktober. Ich kann gar nicht sagen, ob es so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich glaube, ich kann es mit Ja und Nein gleichzeitig beantworten. Ich versuche jetzt mal hier irgendwie diese weißen Seiten aus dem Hintergrund ein bisschen aus dem Bild zu nehmen, dass das ein bisschen besser aussieht. Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt den Kalender für die Zeit rausnehme, damit es halt hier nicht so komisch weiß in der Mitte aussieht. Ich glaube, dann passt es schon ein bisschen besser zum türkisen Planer. Aber diese weißen Seiten und dass das hier so durchschimmert, das ist irgendwie nicht ganz so optimal. Aber ich muss sagen, dass ich mit dem Konzept soweit zufrieden bin. Ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen werden, ob ich da auch immer was kaputt reißen werde oder nicht. Oder in welcher Form ich das dann vielleicht anpassen werde, wie ich es jetzt eingeheftet habe. Ich habe auf jeden Fall auch ein paar Wochen hier vor in demselben Stile ausgedruckt und eingeheftet und natürlich auch hier nach. Und dann gucken wir einfach, was die Zeit bringt, würde ich sagen. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr nicht eingeschlafen seid bei dem Video, dass ihr einen Kaffee oder Tee dabei hattet und es euch gemütlich gemacht habt und eine schöne Zeit hattet. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.